Schauen wir schon einmal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. In Deutschland hat es ja sehr lange gedauert, bis sich auch die Politik mit den Verbrechen in der Kolonialzeit Deutschlands auseinandergesetzt hat. Mittlerweile sind auch vielen Politikerinnen und Politikern bemüht, da auch konkrete Schritte zu gehen, gerade zum Beispiel, wenn es um Raubkunst geht, aber eben auch, wenn es um die Debatte geht, um die deutsche Verantwortung in der Vergangenheit, ist die Debatte jetzt doch deutlich lauter. Und in diese Debatte hat nun die AfD-Fraktion 3 Anträge eingereicht zur Restitution und kulturellen Identität. Marc Jong spricht als erstes. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jetzt zu einem kontroverseren Thema. Was ist deutsche Identität? Diese Frage ist in 4 Minuten nicht zu beantworten. Klar ist aber, kulturelle Identität, das bedeutet geistige Heimat. Und klar ist auch, unsere deutsche Identität wird nicht erst von dieser Bundesregierung, aber von dieser Bundesregierung mit besonderem Eifer und ideologischer Verbohrtheit untergraben und abgeschafft. Die Menschen in diesem Land wollen sich aber ihre Heimat nicht nehmen lassen. Deshalb unsere heutigen Anträge. Die deutsche Kulturpolitik bedarf dringend einer grundsätzlichen Neuausrichtung. Wenn Frau Baerbock in Münster ein historisches Kruzifix abhängen lässt, wenn sie den Bismarcksaal umbenennen will, wenn Kulturstaatsministerin Roth die Bibelverse auf dem Berliner Stadtschloss überblenden lassen oder den Namen Preußen aus einer nationalen Kulturstiftung tilgen will, so ist das kulturpolitischer Vandalismus, aber es ist leider nur die Spitze des Eisbergs. Seit Jahrzehnten beobachten wir, dass Deutschsein von offizieller Seite immer mehr auf Schuldigsein und sich schämen müssen reduziert wird. Natürlich braucht es Erinnerung an die dunklen Zeiten deutscher Geschichte zur Mahnung vor Fanatismus und Totalitarismus jeglicher Art. Aber keine Nation kann mit einem ausschließlich negativen Selbstbild auf Dauer leben und überleben. Ein solches wird im Übrigen auch keinen Zuwanderer zur Integration motivieren, vor allem nicht, wenn er aus einer Kultur des Stolzes kommt, die Sie ja so sehr schätzen, aber natürlich nur bei fremden Werteampelparteien. Seltsame Kompensation kultureller Selbstverachtung. Aber Integration in unsere Regeln und Werte ist wohl auch gar nicht mehr beabsichtigt in der multikulturellen oder neuerdings diversen Gesellschaft, wo jeder ethnischen, sexuellen oder sonstiger Minderheit mit selbstreklamiertem Opferstatus das Recht auf unbedingte Bewahrung ihrer Identität zugestanden wird, nur der Mehrheitsgesellschaft, den verächtlich Bio-Deutschen oder Almans genannten, nicht. Sie sollen schweigen, sich schämen und bezahlen. Neuerdings sollen wir uns auch für die deutsche Kolonialzeit schämen und Buße tun. Milliardenwerte an Kulturgütern wollen sie aus deutschen Museen in alle Welt verteilen, ohne Rechtsgrundlage, in hypermoralischer Ignoranz gegenüber der Geschichte. Stichwort Benin-Bronzen. Stoppen Sie das noch, bevor es zu spät ist. Aber auch unser Denken und Sprechen soll dekolonialisiert werden. Die historische Mohrenstraße wird gecancelt, Indianer dürfen in Schlagern nicht mehr vorkommen, Feste und Traditionen werden umbenannt oder abgeschafft, weil sie Andersgläubige stören könnten. Und wer sich dagegen wehrt, der wird von den woken Tugendwächtern umgehend als Rassist diffamiert. Diese neuen Jakobiner sind die wahren Hetzer und Spalter der Gesellschaft und die Totengräber der Kultur. Und diese Bundesregierung ist nicht frei davon, meine Damen und Herren. So schlimm ist es ja schon, dass selbst Altbundespräsident Wolfgang Thierse, SPD, vor radikalen Meinungsbiotopen und konkurrierenden Identitätsgruppenansprüchen warnt, die den gesellschaftlichen Zusammenhang gefährden. Hören Sie mal auf mich, wenn nicht, hören Sie mal auf ihn, wenn schon nicht auf mich. Ja? Dabei habe ich noch gar nicht gesprochen vom staatlich geförderten Genderwahn, mit dem selbst Kinder schon an ihrer Geschlechtsidentität irregemacht werden, ein Verbrechen, und von der ökosozialistischen Green Culture, wo die Grünen ein staatliches Kulturprogramm nach dem eigenen Parteinamen benannt haben. Wie dreist ist das denn? Ich appelliere zum Schluss an Sie von der CDU/CSU. Lösen Sie sich von der linken Umklammerung, die Ihnen Frau Merkel eingebrockt hat, und kommen Sie auch heraus aus der Falle Abgrenzung von der AfD um jeden Preis. Hier ist ein Kulturkampf, ein Gesellschaftsumbau im Gange, angezettelt von radikalen linken Ideologen. Und man hat sich zu entscheiden, entweder entschlossene Verteidigung unserer Identität und Kultur, oder man wird selbst scheibchenweise von links vereinnahmt und als politische Kraft abserviert. Noch haben Sie die Wahl.
Soweit hier die Einbringung der drei Anträge von der AfD-Fraktion durch Marc Jongen. Auf ihn direkt antworten wird nun Helge Lind, der kultur- und medienpolitische Sprecher der Sozialdemokraten hier im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es fällt mir schwer, der AfD Dank ausdrücken. Dieser Dank ist allerdings ein trojanisches Pferd oder ein Danaergeschenk, also ein vergifteter Dank, aber immerhin ein Dank. Es ist nämlich durchaus gut, dass wir mal über das Grundsätzliche und Generelle reden und dass Sie hier das Thema Kultur und kulturelle Identität allerdings mal wieder auf den Tisch gebracht haben, denn dann können wir solche Klärungen vornehmen. Nicht dankbar bin ich Ihnen, nicht mal vergiftet dafür, dass Sie das wieder in so einer Weise machen, in so einer krassen Weise. Denn dadurch machen Sie es uns leider dann zu einfach, weil wir sagen können, dieser Wahn kultureller Identität und dieser Rassismus und diese Dummheit, das ist nur ein Problem der AfD. Das ist es aber leider nicht, weil wir dann auch fahnden müssen, wo Spuren von AfD in der gesellschaftlichen Mitte zu finden sind und wo wir selber falsche Kompromisse, kleine vermeintliche Rassismen uns in unserem Alltag gönnen. Deshalb wird man auch darüber sprechen müssen. Und wiederum dankbar bin ich Ihnen, wenn auch wieder vergiftet, dass Sie das Ganze so offensichtlich machen, dass Sie Ihre Provokation so klar und so deutlich und so durchschaubar auf den Tisch legen, dass es schon wehtut. Sie schlagen nämlich im Rahmen Ihres Gesamtkunstwerkes von Anträgen vor, dass man das Thema Rückgabe von Kunst, Restitution, in dem Sinne auch kulturpolitische Aufarbeitung des Kolonialismus, mit einer beratenden Kommission machen möge. Und in dieser Kommission soll aber das Vorschlagsrecht bei Museen sein, also bei denjenigen, die ja Kunst abgeben sollen. Wer die Tendenz nicht begreift, kann nicht lesen. Es ist ja zutiefst durchschaubar, was Sie wollen. Dies soll eine letztlich Nicht-Rückgabekommission sein. Zum anderen betonen Sie auch ganz besonders deutlich, dass es nicht rechtlich verbindlich sein soll, was die Kommission entscheidet. Am spannendsten wird aber der Titel. Das mögen alle beachten, ja, auf den Tribünen. Sie schlagen ernsthaft vor, diese Kommission Gustav Nachtigall-Kommission zu nennen. Gustav Nachtigall war der Reichskommissar im Deutschen Reich, der mit der Einrichtung von Kolonien unter anderem in Deutsch-Westafrika beauftragt war. Es soll also die Kommission zur Aufarbeitung des Kolonialismus mit einem Hauptkolonialisten benannt werden. Das ist die krasseste, widerlichste, unerträglichste Provokation, die man sich vorstellen kann, denke ich. Und Sie begründen das aber auch noch auf eine bemerkenswerte Weise. Sie schreiben, ich zitiere, er war ein Forscher, der Empathie für die Afrikaner besaß. Das ist ja fast putzig, ja, zutiefst berührend. Klarer, eindeutiger kann man Kolonialismus 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 par excellence gar nicht formulieren. Und dieser Herr Nachtigall, mit dem man ja nach Ihrem Antrag fast schon Mitleid haben muss, also eigentlich müssten wir eine Entschädigungskommission für die Nachfahren von Herrn Nachtigall gründen nach Ihrem Verständnis für all das Unrecht, das er erfahren hat durch den Kolonialismus, den er begangen hat. Das muss man erst mal entsprechend hinbekommen. Und Empathie für die Afrikaner, paternalistischer, bevormundender, kolonialer geht es gar nicht. Und ich würde Sie gerne fragen, wer sind denn die Afrikaner? Über die Europäer sprechen Sie nie, aber die Afrikaner. Das hat aber ungefähr genau das Niveau, das man leider nicht nur bei Ihnen trifft. Wenn Deutsche mit einem westafrikanischen oder ostafrikanischen oder nordafrikanischen Hintergrund plötzlich auf Partys erklären müssen, wie denn die politische Lage in bestimmten afrikanischen Ländern wäre, oder wenn sie angesprochen wären auf ihre Tanzqualitäten und ihre Rhythmizität. Diese Form von Alltagsrassismus haben Sie in zehnfach gesteigerter Form zum Standard Ihrer politischen Arbeit gemacht. Ich kann Ihnen aber mitteilen, die Afrikaner gibt es zum einen nicht und die brauchen gewiss ihre Kommission nicht. Die brauchen Recht. Diejenigen brauchen Rückgabe von geraubten Kunstgütern.
die brauchen Entschuldigung seitens der kolonial sich schuldig gemacht haben Staaten wie Deutschland. Sie brauchen Entschädigung und sie brauchen die Anerkennung von Schuld und nicht die Leugnung von Schuld. Und zum Zweiten, für ihre Fortbildung. In dem Kontinent Afrika gibt es noch viel mehr als im europäischen Kontinent. Eine Vielfalt von Sprachen, ethnischen Gruppen beherrschen ganz viele Menschen, anders als sie, diverse Sprachen im selben Land und mussten sich noch herumschlagen mit Grenzen, die ihnen aufoktroyiert wurden durch die Kolonialherren, unter anderem Deutschland. So ist die Lage nicht anders. Es ist aber, und ich sagte ja, ich bin Ihnen dankbar dafür, notwendig, diese grundsätzliche Debatte endlich mal zu führen. Denn wir diskutieren hier doch nicht, und Sie haben ja alles aufgezählt. Sie beschäftigen sich mit Kolonialismus, mit Gendern, Geschlechtergerechtigkeit, Diversität, Cancel Culture, Erinnerungskultur. Also das ganze rechtspopulistische Spektrum, das ganze gesellschaftspolitische Spektrum haben Sie aufgezogen. Und den Wokeism, Ihr größter Feind. Unser Problem ist aber manchmal, dass wir vielleicht zu abstrakt über die Fragen sprechen. Denn worum geht es denn bei diesen Aspekten von Diversität, Geschlechtergerechtigkeit, Aufarbeitung des Kolonialismus? Es geht zum Beispiel darum, dass es nicht sein kann, dass eine Ballerina an deutschen Balletts oder Theatern keine hinreichende Unterstützung erfährt, wenn sie Rassismus erlebt. Wie geschehen? Es geht darum, dass eine Frau mit Kopftuch heutzutage mitnichten dieselben Chancen hat, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Es geht darum, dass es auffällig ist, wer wie in Bahnen geprüft wird, wenn es um Tickets geht und andere Fragen. Racial Profiling ist leider teilweise Teil des Alltages, ob wir nun wollen oder nicht. Und es geht auch noch was anderes, und das muss ich auch erwähnen, daran sind Sie nicht allein schuld, aber auch. Es geht auch darum, dass wir uns angucken müssen, wie plötzlich bei bestimmten Ereignissen, nehmen wir die Silvesterkrawalle, wieder in bestimmte Rituale verfallen wird. Und dann wird plötzlich über kulturelle Identität gesprochen. Es wird aber nicht über meine finnische, lupenreine finnische kulturelle Identität gesprochen, aber immer nur dann, wenn es um arabische geht oder afrikanische oder wie auch immer beschriebene. Das ist das Muster, das Sie hiermit bedienen. Und es ist ein Verbrechen gegenüber den Menschen, dass Sie sich das antun müssen. Es ist übrigens auch wenig erträglich, wenn Sie dann ertragen müssen, wie bei solchen Ereignissen sofort über gescheiterte Migration und über übertriebene Migration oder über westasiatische Phänotypen oder dunkle Hauttypen gesprochen wird, übrigens von Mitgliedern auch anderer Parteien, oder wenn die Berliner CDU im Abgeordnetenhaus, nicht hier, im Abgeordnetenhaus, nach Vornamen fahnden lässt. Das muss enden. Wo leben wir in diesem Land? Wenn wir ernsthaft eine offene, freie Gesellschaft sein mögen, kann es nicht sein, dass wir diese Fragen stellen, sondern wir müssen in der Lage sein, und das ist mein letztes Wort dazu, wir müssen in der Lage sein, einen kosmopolitischen, bundesrepublikanischen, konsequenten Law and Order zu pflegen, mit Restitutionen, mit Rückgabe, aber auch mit einem funktionierenden Rechtsstaat, aber ohne jeden reaktionären Muff und ohne Rückfall in rassistische Reflexe. Das sind wir denjenigen schuldig, die Opfer des Kolonialismus wurden, heute, morgen und übermorgen. Vielen Dank. Helge Lind war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist Ansgar Heveling für die Unionsfraktion. Er ist auch für seine Fraktion Berichterstatter zum Thema Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nicht dankbar. Ich bin nicht dankbar. Ich finde es vielmehr schade, dass wichtige Fragen, etwa im Zusammenhang mit der Restitution von Kulturgütern, jetzt so mit ideologischen Punkten aufgeladen wird, wo ein Kulturkampf herbeigeredet wird, wo der Diskurs eigentlich das ist, was wir bräuchten. Ein Diskurs gelingt aber dann nicht, wenn man in ideologischen Höhlen gefangen ist und dort nicht herauskommt. Es ist doch eher angebracht, nach Tacitus sine ira et studio, ohne Zorn und Eifer über die wichtigen Fragen sich auszutauschen im Zusammenhang etwa mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten. Und ich darf da beginnen mit einem Zitat von Frau Professor Sophie Schönberger aus ihrem Essay »Was soll zurück, die Restitution von Kulturgütern im Zeitalter der Nostalgie?« Sie schreibt, ich zitiere,
Die Restitution von Kulturgütern ist daher nicht in erster Linie ein nostalgisches, sondern ein politisches Projekt und sollte auch als solches gesehen und behandelt werden. Die mit ihr der Restitution verfolgte Geschichtspolitik hat dabei dann nicht die Aufgabe, historische Wahrheiten verbindlich festzulegen, sondern dient dazu, einen wertegebundenen Umgang mit der Vergangenheit zu finden. Dabei sollten alle beteiligten Akteure den Mut aufbringen, auch im Zeitalter der Nostalgie wieder mehr Gegenwart zu wagen. Darum geht es doch. Das ist dann der Weg in den nötigen Diskurs. Und ich darf auch anschließen die Worte von Professor Raphael Groß, der im Zusammenhang mit der Rückgabe der Säule von Cape Cross darauf hingewiesen hat, dass zur historischen Urteilskraft die Fähigkeit gehört, sich der eigenen Wertung, also der heutigen, der jetzigen Wertung, bewusst zu werden. Denn die wirklich spannende Frage im Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ist ja im Grunde gar nicht ausschließlich die Klärung der Frage der Provenienzen. Vor allem eine Antwort auf die Frage zu finden, wie wir uns als Gesellschaft gegenüber musealen Objekten verhalten, die aus heutiger Sicht zwar innerhalb eines Unrechtskontexts erworben worden sind, für deren Rückgabe es aber eher rechtlich unklare Ansprüche gibt. Das ist die gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und zum Glück sind wir in dieser Frage in den letzten Jahren doch ein gutes Stück vorangekommen. Und es besteht mittlerweile ein breiter gesellschaftlicher Konsens über einen veränderten, einen bewussten Umgang mit unserer kolonialen Vergangenheit. Leider findet sich davon nichts in den vorliegenden Anträgen, die wir heute beraten. Alles, was ich hier liest, spricht für das absolute Unvermögen und den Unwillen, eine zeitgemäße Unrechtsbewertung vorzunehmen. Aber machen wir weiter mit der zeitgemäßen Auseinandersetzung. Bereits im Oktober 2019 haben die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters sowie die damalige Staatsministerin im Auswärtigen Amt Michelle Müntefering und die Kulturministerinnen und Kulturminister der Länder sowie Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände die Einrichtung einer Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland beschlossen. Diese hat dann im August 2020 ihre Arbeit aufgenommen. Damit ist eine zentrale Forderung der im März 2019 aufgesetzten ersten Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten umgesetzt worden. Die Kontaktstelle ist seitdem die zentrale Anlaufstelle für Personen und Institutionen aus den Herkunftsstaaten bzw. Gesellschaften und für alle Fragen rund um Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zuständig. Und weiter hat das Zentrum Kulturgutverluste seit 2019 einen zusätzlichen Etat für Provenienzforschung zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten erhalten. Ein Blick auf seine aktuellen Projekte lohnt sich übrigens, genauso wie der Blick auf die Liste der bisher digitalisierten Bestände der Benin-Bronzen oder ein Blick ins Portal Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten der Deutschen Digitalen Bibliothek. Auch der Leitfaden des Deutschen Museumsbunds für die Museen zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ist mittlerweile ein drittes Mal überarbeitet worden. Unter der Federführung der Leiterin des Überseemuseums Bremen waren diesmal auch internationale Fachkolleginnen und Kollegen sowie Experten aus den Herkunftsgesellschaften involviert. In einem Interview spricht die Leiterin des Museums, Frau Arndt, von einem sich wandelnden Selbstverständnis der ethnologischen Museen, die forschend die Herkunft ihrer Exponate hinterfragen. Die vermehrten Anfragen aus den Herkunftsgesellschaften würden sich häufiger um Kooperationen als um Rückgabeersuchen drehen, die es natürlich auch gäbe. Dekolonisierung bedeutet für sie, gemeinsam mit den Herkunftsgesellschaften Zukunft zu gestalten. Was das zeigt, es laufen doch schon Forschungen, es laufen Rückgaben und vor allem finden auch die Kooperationen mit internationalen Partnern und den Herkunftsgesellschaften doch schon längst statt. Auch wenn wir noch am Anfang stehen, so sind wir doch zumindest schon einen gewaltigen Schritt nach vorne gegangen, wenn auch noch nicht am Ziel. Dazu braucht es noch vieles. Was es aber nicht braucht, ist eine neue Kommission mit fragwürdigem Namen, ein Rückgabestopp der Benin-Bronzen oder gar identitäre Kulturpolitik. Auch zum Schluss darf ich Frau Professor Schönberger bemühen, die im selben Essay festhält,
Über Unrecht muss man sich verständigen. Über Unrecht muss man sich manchmal auch streiten. Als gesellschaftlicher Prozess ist diese Auseinandersetzung häufig schmerzhaft. Nur sie kann aber die Basis dafür sein, das Zurückgeben tatsächlich als Akt der Unrechtsaufarbeitung auszugestalten. In diesem Sinne sollten wir konstruktiv weitermachen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ansgar Heveling war das für die Unionsfraktion. Für die Grünen wird nun Arvid Tesfayesus sprechen. Sie ist für die Fraktion der Grünen Berichterstatterin für Erinnerungskultur und Kolonialismus. Geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, interessant zunächst mal zu hören, dass ich wohl etwas bibelfester bin als der Antragsteller, denn ich weiß, dass da auf der Kuppel des Humboldt-Forums eben kein Bibelvers zu finden ist. Aber kommen wir zum Antrag. Wie immer bei Anträgen von rechts außen stellt sich die Frage, muss ich wirklich auf jedes verquere Argument eingehen? Reicht es nicht aus, zu sagen, wir lassen uns nicht in das vermeintliche Gestern zurückverweisen, dass wir ein Rollback nicht zulassen, das dieser Antrag will? Damit hätten wir diese knapp 9 Seiten eigentlich schnell und gebührend abgehandelt. Aber in all dem steckt etwas Gefährliches drin, was benannt werden muss. Was den Verfassern des Antrags im Grunde missfällt, ist, dass Kultur und Kulturpolitik ein Ausdruck unserer offenen, vielfältigen Gesellschaft ist. Was ihnen missfällt, ist, dass wir heute eine Staatsbürgernation sind. Der Zusammenhalt unserer Bevölkerung hängt nicht vom Grad ihrer Homogenität ab, nicht von Herkunft, Religion oder geteilten Traditionen, nicht davon, ob unsere Vorfahren vor grauer Vorzeit bereits im Teutoburger Wald gekämpft haben. Nein, sie setzen auf eine Gleichschaltung der Kultur und Ausgrenzung von Menschen. Das hat in der Vergangenheit zu millionenfacher Verfolgung und Ermordung von als fremd markierten Menschen geführt, von Juden und Jüdinnen, von Sintese und Romnia. Aus dieser dunklen Vergangenheit unserer Geschichte, aus Hass und Verfolgung, haben sie offenbar nichts gelernt. Wir werden aber nicht zulassen, dass Ihre Geschichtsvergessenheit erneut Menschen zu Sündenböcken einer gesamten Gesellschaft macht. Wir lassen nicht zu, dass Sie Menschen verächtlich machen, nur weil sie wünschen, mit ihren Namen und ihren Pronomen angesprochen zu werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie uns auf Plätze verweisen, nicht an den Herd, nicht hinten im Bus und nicht auf die Haifischinsel. Unsere Kulturpolitik orientiert sich im Bewusstsein unserer Geschichte und unserer unterschiedlichen Traditionen an Werten der Vielfalt und der Geschlechtergerechtigkeit. Kultur, auch Erinnerungskultur, war und ist nie statisch. Sie ist lebendig. Sie ist im ständigen Wandel. Das gilt es zu erkennen und zu akzeptieren. Und nur in Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und den Werten unserer Verfassung werden wir dem gerecht, was Kulturpolitik leisten kann und muss. Ein Kulturbegriff, der sich ausschließlich auf Vergangenes beruft, ist nicht nur nicht zukunftsfähig, sondern unterschätzt die wichtige Rolle von Kultur. Das, was uns bei allem Wandel und angesichts unserer Vielfalt zusammenhält, ist unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung. Das sind die Werte unserer Verfassung. Und sie, auf sie fußt jegliche Politik in unserem Land und damit auch unsere Kulturpolitik. Und das ist unsere Stärke. Unser Grundgesetz hat Lehren aus der Vergangenheit gezogen und gibt Raum für die unterschiedlichen Traditionen, Sitten, Religionen und Gebräuche in diesem Land.
Und gerade wir, weil wir aus der Vergangenheit gelehrt haben und uns der Vergangenheit stellen, werden wir unsere Kolonialgeschichte nicht schönreden. Wir benennen Unrecht als Unrecht. Und weil Kulturpolitik auch Gesellschaftspolitik ist, werden wir die Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel verankern. Wir stärken kulturelle Teilhabe, ein Menschenrecht, indem wir den Kulturpass für junge Menschen einführen. In unserer Kulturpolitik nehmen wir sowohl Theater als auch Museen, Clubs und Festivals, urbane und ländliche Räume und natürlich auch immer die freien Kulturschaffenden im Blick. So richten wir Kulturpolitik aus. David Tesfayesus war das, wie die Kulturpolitik hier dieser Regierung ausgerichtet werden soll. Die AfD-Fraktion fordert hier eine andere Kulturpolitik der Regierung. Jetzt für Die Linke, Janine Wissler, Parteivorsitzende. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir diskutieren heute eine ziemlich grässliche Melange aus mehreren AfD-Anträgen zum Thema Kulturpolitik. So ziemlich zu allem, was das rechte Gemüt in Wallung bringt. Erinnerungskultur, Geschlechtergerechtigkeit, Diversität, Postkolonialismus. Bei der AfD verkommt die Kultur zu einer armseligen, zu einer biederen, zu einer völkischen Sache. Deutsch muss sie sein, klar. Vor allem die Sprache. Kultur soll nach Ansicht der AfD vor allem nach außen sauber aus- und abgrenzen. Wer nicht dazugehört, entwickeln darf sie sich auch nicht. Das ist ein Verständnis von Kultur, das statisch, monolithisch und das faschistoid ist. Für alles, was sich in nicht deutsch oder abendländisch einordnen lässt, soll es überhaupt keinen Entfaltungsraum geben. Man hat sich einer Leitkultur unterzuordnen. Als ob es eine deutsche Kultur gäbe oder überhaupt irgendeine Kultur, die sich im national abgeschlossenen Raum entwickelt hätte. Was wären denn Musik, bildende Kunst, Literatur und Theater ohne internationalen Austausch, meine Damen und Herren? Und was für die AfD Kulturpolitik bedeutet, das lässt sich ganz praktisch an ihrer Politik ablesen. In Sachsen-Anhalt forderten sie die Entlassung eines Opernintendanten, weil zu viel Willkommenspropaganda auf dem Spielplan stünde. Die Berliner AfD wollte dem Friedrichstadtpalast, dem Maxim-Gorki-Theater und dem Deutschen Theater die Mittel kürzen, weil ihr entweder der Spielplan oder die politische Ausrichtung des Intendanten nicht passte. Im Hessischen Landtag haben sie Anträge gestellt, Kultureinrichtungen die Mittel zu kürzen, weil zu links oder zu ausländisch oder beides. Eigentlich finde ich das ziemlich bemerkenswert für eine Partei, die sich sonst so gerne auf "das wird man doch noch sagen dürfen" und auf die Meinungsfreiheit beruft. Weil das zeigt, wenn sie Macht hätten, dann dürfte man sehr vieles sehr schnell nicht mehr sagen, weil ihr Kulturverständnis steht in der Tradition der Bücherverbrennung. Besonders abstrus ist die AfD-Forderung, die Rückgabe in der Kolonialzeit geraubter Kultur- und Kunstgegenstände an die Herkunftsländer zu stoppen. Also, Menschen mit afrikanischem Ursprung wollen sie nicht im Land haben, weil anderer Kulturkreis. Aber Raubkunst aus Afrika, die soll gefälligst hier bleiben. Sie wollen ausländische Kultureinflüsse zurückdrängen, aber afrikanische Bronzefiguren, die sind für die deutsche Leitkultur dann doch so wichtig, dass man sie den rechtmäßigen Besitzer nicht zurückgeben darf. Und dann wollen sie obendrein auch noch eine Kommission einsetzen, die nach Nachtigall benannt ist, Bismarcks Reichskommissar für die deutschen Kolonien in Westafrika. Das ist wirklich grotesk, das ist absurd, meine Damen und Herren. Und vor allem zeigt das, es geht Ihnen gar nicht um Bronzestatuen, von deren Existenz Sie vermutlich erst erfahren haben, als sie jetzt zurückgegeben wurden. Hinter Ihrem Antrag steht der Versuch, deutsche Geschichte neu zu interpretieren, Verbrechen zu relativieren, weg von einer Schuldkultur, wie Sie das nennen, und zwar von der Kolonialzeit bis zu Hitler. Der Faschist Höcke hat bedauert, dass Hitler als, Zitat, absolut böse dargestellt wird. Jetzt soll der Kolonialismus in all seiner brutalen Menschenverachtung und seinen Massenmorden als eigentlich doch ganz vernünftig dargestellt werden. Schließlich habe er den, Zitat, kolonialisierten Völkern auch moderne Verkehrswege und zivilisatorische Strukturen gebracht.
Der Raub der Benin-Bronzen durch die britische Kolonialarmee wird als Reaktion auf einen, Zitat, Überfall von Benin-Kriegern auf eine unbewaffnete britische Gesandtschaft bezeichnet. Selbst schuld, die Kolonialisierten, das will die AfD uns damit sagen. Aber was hatten denn britische, französische und deutsche Kolonialsoldaten in Afrika überhaupt zu suchen? Diese verbrecherische Geschichte des Kolonialismus muss aufgearbeitet sein, und sie darf nicht umgedeutet werden. Es ist, ich komme zum Schluss, es ist jedenfalls gut und es ist lange überfällig, dass es die Vereinbarung mit Nigeria gibt und dass die Bundesrepublik die ersten 20 Exemplare der Benin-Bronzen im Dezember in Abuja übergeben hat. Das begrüßen wir ausdrücklich. Das ist richtig und das ist ein wichtiges Zeichen an die Länder. Vielen Dank. Janine Wissler begrüßt hier die Vereinbarung mit Nigeria. Die AfD-Fraktion möchte, dass die Rückgabe der Benin-Bronzen ausgeschlossen wird, also anders als momentan vereinbart. Aniko Glogowski-Merten jetzt für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist kulturelle Identität? Die AfD-Fraktion hat darauf erwartungsgemäß eine besorgniserregend einfache Antwort. Kulturelle Identität, und ich zitiere aus Ihrem Antrag, verstanden als geistige Heimat entstünde dann, wenn sich eine Gemeinschaft von Menschen durch Sprache, Herkunft, Tradition, aber auch durch landesspezifische Gepflogenheiten und Werte, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Verlässlichkeit oder Fleiß, miteinander verbunden fühlten. Weiter unten kommt es in Ihrem Antrag auch noch zu verschwörungstheoretischen Anklängen, wenn Sie behaupten, dass die deutsche Bundesregierung durch Kulturpolitik gezieltes Social Engineering mit dem Zweck, das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Gesellschaft auszuhöhlen, betreibe. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ziemlich entsetzt über diese Einordnung. Sie ist nicht nur verstaubt, sie ist absurd. Sie nehmen für sich in Anspruch, die deutsche Identität und insbesondere die deutsche Kulturpolitik gegen eine Aushöhlung und Ideologisierung durch linksgrüne Kreise verteidigen zu wollen. Dabei ist Ihr Antrag ein pauschaler Rundumschlag gegen alles, was im Sinne einer liberalen, offenen Gesellschaft als selbstverständlich und gerecht gilt. Ihre Argumente gegen vermeintliche Bedrohungsszenarien wie die Debatte um genderneutrale Sprache, die Förderung von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen, der Umgang mit der deutschen Erinnerungskultur und unserem postkolonialen Erbe sind dabei so vorhersehbar, wie sie anachronistisch sind. Sie fürchten sich vor einer Gesellschaft, in der die Menschen in der Lage sind, sich kritisch mit immanent gewachsenen Asymmetrien auseinanderzusetzen. Sie fürchten sich vor einer liberalen Gesellschaft, die anerkennt, dass Partizipation, Teilhabe und Repräsentation zu den Grundbausteinen einer liberalen Demokratie gehören. Und sie fürchten sich vor allem, was zur kulturellen Identität einer offenen Gesellschaft mit all ihren Ausprägungen gehört. Deshalb komme ich noch mal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Was ist kulturelle Identität? Sie ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, sie ist dabei aber nicht starr, sondern Identität und Kultur sind wandelbar und müssen sich an der Wirklichkeit orientieren. Sie sind nur dann offen und anknüpfungsfähig, wenn ein gesellschaftsoffener Diskurs darüber möglich ist, was Zusammenhalt bedeutet. Mit den Worten des Historikers Yuval Noah Harari sind Identitäten Erzählungen. Erzählungen, die Gruppen von Menschen zusammenführen und zusammenhalten. Unsere kulturelle Identität besteht aus zahllosen Narrativen, die wir als Individuen für uns reklamieren, die wir aber auch kritisch in Frage stellen können. Dabei ist nicht jede kritische Auseinandersetzung, jede Veränderung gleichzusetzen mit einem Angriff auf kulturelle Identität. So wie es das absurde, paranoide Narrativ der AfD an ihrem Antrag über Seiten hinweg nahelegt. Wenn Deutschland nun 125 Jahre nach 125 Jahren 20 Benin-Bronzen an das Land Nigeria zurückgibt, die durch britische Truppen erbeutet worden sind, dann ist das kein Angriff auf unsere kulturelle Identität als Deutsche. Es ist genau das Gegenteil.
Es ist die Einsicht im Sinne unserer nationalen Identität, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, Verantwortung für historisches Unrecht zu übernehmen. Hieran müssen wir und auch alle anderen Länder, deren Besitz Kunstobjekte durch gewaltvollen Raub ehemaliger Kolonialmächte gekommen sind, anknüpfen. Das Argument des Erwerbs in gutem Glauben kann und darf nicht zu Verschiebungen neuer Besitzverhältnisse führen. Ich hoffe sehr und setze mich nachdrücklich dafür ein, dass die über 1000 Benin-Bronzen an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden und dass unsere Museen für andere Institutionen wie das British Museum hier als Vorbild dienen können. Dafür braucht es keine wie von Ihnen geforderte Kommission, die auch noch nach dem Wegbereiter eines deutschen Kolonialismus benannt werden sollte. Reformen und die Infragestellung von veralterten und überholten Narrativen sind auch in liberalen Gesellschaften kein Angriff auf nationale oder kulturelle Identitäten. Wir führen die Debatte für mehr Teilhabe, nicht für Exklusivität. Wir führen die Debatte für einen zeitgemäßen, progressiven Umgang mit unserer Vergangenheit. Zumindest unter liberalen Vorzeichen ist dabei die Erkenntnis unausweichlich, dass man nicht mit allem Althergebrachten immer dran festhalten muss. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Die AfD-Fraktion wurde hier mehrfach angesprochen. Es sind ja auch drei Anträge aus der Fraktion. Für die Fraktion spricht nun Matthias Moosdorf. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Was Alexander von Humboldt anmahnt, ist die Idee der Aufklärung. Diese bildungsfernen Realitätsverächter stehen aber eben für Geschichtsvergessenheit, von der Verleugnung christlicher Tradition über die Schleifung von Kulturgeschichte durch Umbenennung bis zur billigen Übermalung von Sinnstiftung stellt die rot-grüne Bundesregierung Bilderstürmerei mittlerweile sogar à la Walter Ulbricht in den Schatten. Dabei ist zum Beispiel Bismarck nicht nur Preußen, er steht auch für die weltweit erfolgreich kopierte deutsche Sozialgesetzgebung. Das ist Ihre Rettung, liebe bildungsferne Abschlusslose in diesem Bundestag. Meine Damen und Herren, wundern Sie sich nicht, dass Ihre Politik keinen Sinn stiften kann, keine Vision begründen und keine Identität stärken. Sie verstehen gar nicht, warum Ihre Debatten misslingen und die Welt buchstäblich auseinanderfällt. Das eigentliche Europa, auch unser Land, ist die Idee von Freiheit, Aufklärung, der Mut, seinen Verstand zu gebrauchen, die Vision mündiger Bürger und eines selbstbestimmten Lebens. Das Gegenteil Ihrer angestrebten Regime von Corona bis Klima. Mit der angeblichen Bewältigung pauschal verunglimpfter Kolonialpolitik treiben wir auch keine Aussöhnung. Im Gegenteil. Angestiftet von der Rückgabe von Kulturgütern und dem Transfer bisher schon in Milliardenhöhe fordern immer mehr Länder Reparationen. Burundi, Tansania, Namibia, die Hereros zeigen, wo es lang geht. 477 Milliarden Euro soll Deutschland zahlen. Das Schicksal der Kunstwerke indessen bleibt zweifelhaft. Die Nigerian Times schrieb, der Schwarzmarkt sei noch eine der besseren Zukunftsaussichten. Warum also diese deutschen Alleingänge? Frau Özegus hat einmal die Existenz einer deutschen Kultur abseits der Sprache bestritten. Bach, Luther, Wagner, nicht deutsch. Ich frage mich, würde sie einen solchen Unsinn auch in Japan oder in der Türkei sagen? Bassam Tibi mahnt eine Leitkultur als Basis unserer Identität an. Die Silvesterkrawalle, Messermorde und auch die Hysteriker von Lützerath zeigen, wie richtig er liegt. Jede Gesellschaft muss einen Rahmen haben, in dem das gemeinsame Leben stattfindet, auch für kleine Paschas. Ganz richtig. Es reicht eben nicht aus, sich einfach nur an Gesetze zu halten, denn nicht straffällig werden ist noch keine Identifikation mit unseren Werten. Solange Deutschland als etwas Negatives präsentiert wird, werden sie auch eine vergebliche Integrationspolitik betreiben. Bassam Tibi weiter, wenn Deutsche, gut zuhören, erkennen, dass ein demokratisches, stabiles Gemeinwesen sich nicht in einem Land erhalten kann, welches sich eine eigene Identität verbietet und zu einem multikulturellen Siedlungsgebiet zerfällt, dann werden sie einsehen, dass eine Leitkultur im Sinne eines Wertekanons benötigt wird. Keine Zukunft ohne Herkunft, meine Damen und Herren. Was Sie wollen, ist ein Nebeneinander. Was wir wollen, ist eine Nation. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Katrin Budde für die SPD-Fraktion. Katrin Budde ist Vorsitzende des Kultur- und Medienausschusses im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kulturpolitik schafft keine kulturelle Identität. Kulturelle Identität entwickelt sich in der Gesellschaft und aus ihr heraus. Identitätsstiftung von oben herab aus der Politik hatten wir zweimal im Extremen in Deutschland. Einmal im Nationalsozialismus und einmal im Kommunismus. Kulturpolitik jeder politischen Ebene heute ist unterstützende Politik für das, was da ist und das, was sich entwickelt. Vom bewahrenden Denkmalschutz über Vermittlung von Klassik, Tradition, Alltagskultur bis hin zu Freiräumen für neue kulturelle Entwicklungen. Was ist für Sie eigentlich deutsche kulturelle Identität? Sind das auch die vielfältigen kulturellen Unterschiede innerhalb Deutschlands, die es schon seit Jahrhunderten gibt, geprägt durch Zu- und Abwanderung und Veränderung in den Jahrhunderten? Und sind das vielleicht auch die kritischen Stimmen der Aufklärung? Nach Ihrem Antrag jedenfalls nicht. Hätten Sie diese zu Ihrer Zeit auch als Zerstörer von kultureller Identität bezeichnet und wären ein Bewahrer der starren Traditionen der damaligen Zeit gewesen? Denn das war die damalige kulturelle Identität, die die Aufklärer aufgebrochen haben. Ohne den Mut von Menschen vor unserer Zeit mit kulturellen Traditionen und Identitäten zu brechen, hätten wir heute noch das Mittelalter. Wenn gelebte Tradition und Kultur den Bestand unseres Planeten gefährdet, dann muss sie geändert werden. Wenn gelebte Tradition und Kultur Menschen ausgrenzt, dann muss sie geändert werden. Wenn gelebte Tradition und Kultur Kreativität und Vielfalt verhindert, dann müssen wir etwas verändern. Wenn sich kulturelle Identität nicht weiterentwickelt hätte, die Gesellschaft sich nicht die Demokratie erkämpft hätte, dann würden Sie alle aus der AfD-Fraktion heute Hausangestellte bei Frau von Storch sein. Sie hätte als Einzige in Ihrer Fraktion vom Bewahren der kulturellen Identität profitiert. Kulturpolitik im besten Sinne ermöglicht den freien Diskurs auch zwischen Bewahrerinnen und Veränderern. Und diesen Freiraum unterstützen wir mit unserer Kulturpolitik. Ich bin stolz auf unzählige kulturelle Errungenschaften Deutschlands, auf KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, DenkerInnen, die in Deutschland geboren sind oder die hierher gekommen sind und ihre Wahlheimat hier hatten. Aber ich bin auch demütig, denn ein Teil des kulturellen Gedächtnisses, das ist das Erinnern. Und Erinnerungskultur als Umgang mit der Vergangenheit ist wichtig. Sie muss klar und offen sein, schonungslos und aufklärend, damit Unrecht nie wieder passiert. Sie vermischen in Ihrem Antrag zur vermeintlichen Verteidigung der deutschen Identität so viele Unwahrheiten und Halbwahrheiten miteinander, dass einem schwindelig werden kann und am Ende nur noch übel. Und Sie haben nicht einmal den Mut, laut aufzuschreiben, was Sie wirklich wollen. Was Sie wollen, ist doch bestimmen. Sie wollen bestimmen, was vermeintliche deutsche kulturelle Identität ist. Das haben vor Ihnen schon der Nationalsozialismus und der Kommunismus gemacht, mit üblen Folgen für die geistige Gesundheit und Kreativität unserer Gesellschaft. Diversität und Vielfalt zu fördern, ist Ihnen ein Dorn im Auge. Deutschland ist mit und ohne Zuwanderung ein extrem diverses und vielfältiges Land. Die kulturellen Unterschiede zwischen Ost und West, Nord und Süd, zwischen Rheinländern und Ostfriesen sind wirklich groß und fantastisch. Und mit Zuwanderung wird unsere Kultur noch reichhaltiger. Sie gehen vermutlich auch gern asiatisch essen, wollen sich aber nicht mit der Kultur der Menschen beschäftigen, die Sie da verköstigen, wollen nicht, dass diese Teil unserer kulturellen Identität werden und sie damit auch verändern. Wie dumm ist das denn? Und Sie verstehen es nicht mal. Sie reden davon, dass das Ziel die Herstellung der sogenannten Chancengleichheit sein soll. Nein, nicht der sogenannten, sondern der realen und der wirklichen Chancengleichheit. Benachteiligung der Mehrheitsgesellschaft über und durch Quoten, merken Sie den Widerspruch an sich nicht? Eine Mehrheit kann gar nicht durch Quoten benachteiligt werden, eine Minderheit schon. Sie stellen Vielfalt und Gemeinschaft als Gegensätze hin. Nein, Gemeinschaft besteht aus Vielfalt. Homogenität ist nicht Gemeinschaft. Gleichgeschaltetes Denken ist nicht Gemeinschaft. Das ist Diktatur. Und unser kulturelles Kapital, das wird durch die Vielfalt nicht aufgezehrt, es wird bereichert. Und unser kulturelles Kapital, bleiben wir mal bei dem Begriff, das durchdringt eben auch andere Kulturen. Die Telemann-Festspiele in Magdeburg zum Beispiel, alte barocke Musik,
Diejenigen, die sich dort bewerben, sind in der Mehrheit asiatische junge Frauen und Männer. Das gibt großes Interesse, es wird in Asien gefördert. Wie ist das? Das ist gut, ne? Das ist toll, wenn unsere kulturelle Identität, unsere Kultur das asiatische Volk so durchdringt. Damit bereichern wir ja, weil es ist unsere kulturelle Identität. Wie ist das denn umgekehrt? Und warum sollen da nicht auch afrikanische Trommeln in unsere Kultur integriert werden? Mein Fazit, ich habe schon lange nicht mehr so viel geistigen Durchfall gelesen und wir lehnen Ihre Anträge ab. Das Wort hat Maximilian Mörseburg für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, gut, Frau Budde, ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht bei den vielen AfD-Anträgen, die wir in letzter Zeit hatten, wie viel geistiger Durchfall dabei ist, aber Sie haben durchaus recht, diese Anträge waren schon wieder von besonderer Inkompetenz geprägt. Es war in der Tat kein Anspruch in dem Sinne auf Restitution, aber es ist trotzdem richtig, Nigeria als dem rechtmäßigen Nachfolger des Königreichs Benin seine Kulturgüter zurückzugeben. Das müssten ja eigentlich Sie am besten verstehen von der AfD, weil Sie ja gerade in diesen Anträgen das deutsche Kulturgut schützen wollen und sogar wieder aufbauen wollen. Warum verstehen Sie nicht, dass auch anderen Ländern dieser kulturelle Reichtum zusteht, der auch uns zusteht, meine sehr geehrten Damen und Herren? Auch wenn wir eindimensionale postkoloniale Erzählungen nicht teilen, sind für die Frage der Rückgabe selbstverständlich auch die Umstände der Eigentumserlangung ein Erwägungsgrund. Ihre merkwürdigen Ausführungen, die bereits erwähnt wurden, mit denen Sie versuchen zu erklären, dass die Konfiszierung der Gegenstände ein bewaffneter Angriff von Benin-Kriegern auf die Briten vorhergegangen war, rechtfertigt doch nicht, dass die Bronzen jetzt in Deutschland bleiben. Als wäre es eine angemessene Strafe oder als hätten Kolonialmächte nur geraubt, wenn man sie vorher provoziert hätte. Es ist nicht der vermeintlich hegemonial geführte Diskurs, wie Sie es wehleidig in Ihrem Antrag formulieren, der verursacht, dass viele Menschen diese Rückgabe befürworten, sondern diese papierdünnen Argumente von Ihnen, die schlicht und einfach niemanden überzeugen, werte Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Ja, die Rückgabe der Benin-Bronzen ist richtig und wir lehnen alle Ihre Anträge ab. Trotzdem müssen wir anderen Fraktionen auch über den Paradigmenwechsel reden, der in der Kulturpolitik unter den Grünen stattgefunden hat. Mit dem Wirtschaftsministerium, dem Auswärtigen Amt und dem Kulturministerium kontrollieren die Grünen alle wichtigen Kulturressorts des Bundes. Die Kulturpolitik ist seitdem zum ideologischen Schlachtfeld geworden. Vorbei ist die Zeit der Zurückhaltung der Politik im Kulturbetrieb. Diese Regierung möchte Kultur gestalten. Ich halte das für einen problematischen Ansatz, denn die Kultur gestaltet sich selbst und braucht keine Leitplanken von oben. Dazu kommen in der Tat fragwürdige Cancel-Allüren. Frau Roth, warum besitzt es gerade jetzt Priorität, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz umzubenennen? Im Ausschuss sagten Sie, es ging darum, die Orte attraktiv zu machen, wogegen wir uns ja als Union überhaupt nicht verwehren. Aber geben Sie doch einfach zu, worum es Ihnen geht, Frau Roth. Es geht Ihnen darum, Preußen aus dem Namen zu streichen, Preußen aus dem Bewusstsein und möglichst aus unserer Kulturgeschichte zu streichen. Deswegen soll auch die Inschrift am Humboldt-Forum überblendet werden. Deshalb wollen Sie, Frau Roth, kein Kreuz auf der Kuppel haben. Und deshalb benennt das grüne Außenministerium das Bismarck-Zimmer um im von ihm gegründeten Auswärtigen Amt. Für wen soll das attraktiver werden? Es geht doch einfach nur darum, dass Sie die Geschichte neu schreiben wollen. Sie wollen sie ausradieren. Und man muss kein Psychologe dazu sein, um zu wissen, dass Verdrängung und Aufarbeitung nicht nur nicht dasselbe sind, sondern sie schließen sich gegenseitig aus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihr Ansatz aus den Augen, aus dem Sinn ist für unsere kulturelle Identität falsch und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gefährlich. Wir müssen unsere Geschichte pflegen und die Erinnerung bewahren. Ja, wir dürfen auch stolz sein und positive Lehren ziehen. Das heißt nicht, dass wir deshalb unkritisch, autoritär oder geschichtsvergessen werden, sogar genau andersrum. Nur so bleiben wir wachsam. Durch das Beleuchten der vielen Facetten unserer Vergangenheit können wir für die Zukunft lernen. Sie leisten mit Ihrer Politik hingegen, Frau Roth, radikalen Reaktionen doch Vorschub. Die sagen dann, alles ist Quatsch.
Wie hier zum Beispiel bei der Rückgabe der Benin-Bronzen. Irgendwie schaukeln sich AfD und Grüne an dieser Seite gegenseitig hoch. Anders als die Benin-Bronzen gehören Bismarck, Preußen und insbesondere das Christentum inklusive Kreuz auf der Kuppel zum deutschen kulturellen Erbe. Das können auch 4 Jahre grüne Kulturpolitik nicht ändern. Und ich verstehe auch gar nicht, warum Sie überhaupt so krampfhaft versuchen, das zu verändern. Sie, Frau Roth, möchten Nigeria zu Recht eine Möglichkeit geben, die eigene Geschichte besser erlebbar zu machen. Weil Sie genau wissen, dass diese Symbole, diese Artefakte und die Texte identitätsstiftend sind. Gleichzeitig legen Sie an vielen Stellen Axt an die eigene Geschichte und wollen diese identitätsstiftenden Merkmale in Deutschland verwischen oder gar ganz verbannen. Die dort drüben gönnen Nigeria ihre kulturelle Identität nicht. Und Sie gönnen Deutschland an vielen Stellen ihre kulturelle Identität nicht. Wir als Union lehnen beide Positionen aus tiefster Überzeugung ab. Vielen Dank. Maximilian Mörseburg war das, ist ja auch noch einmal auf die Inschrift Kultur am Humboldt-Forum eingegangen. Da geht es um eine Zusammenführung zweier Bibelverse, die kritisiert wird, weil sie als Symbol der christlich-kolonialen Herrschaft gelesen werden kann. Michael Sacher nun für Bündnis 90 Die Grünen. Und ja, Deutschland war und ist das Land der Dichter und Denker. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Es ist das Land der DichterInnen und DenkerInnen. Und nur fürs Protokoll, das wird mit einem Binnensternchen geschrieben. Und unsere starke, identitätsbildende deutsche Kultur gehört in den Fokus und von uns unterstützt. Zu Beginn ein von Alexander Kluge ergänztes Karl-Kraus-Zitat. Karl Kraus war Österreicher, aber so pingelig will ich hier nicht sein. Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück. Deutschland. Was also ist deutsche Kultur aus der Nähe betrachtet? Zum Beispiel einer der erfolgreichsten deutschen Filme des letzten Jahres, Rheingold von Fatih Akin, der es wieder geschafft hat, viele junge Deutsche in das Kino zu locken. Unsere Büchner-Preisträgerin des letzten Jahres, Emine Sefgin Özdamar, die vom deutschen Bildungsroman die Ebene der feministischen Migration hinzufügen konnte. Deutscher Buchpreis 22 für Kim de L'Horizon. De L'Horizon bringt das Konstrukt der Geschlechter in größte Schwingung, wo andere schon über schlichte Sternchen stolpern und eröffnet so Horizonte, die weiter schauen lassen als bis zu Kinder, Küche und Kirche. Oder eine der erfolgreichsten deutschen Bands, vielleicht für andere hier im Land Tanzkapelle genannt, Seed, die mit 3 E. Die seit Jahren vermag, mit heißen deutschen Rhythmen das flotte preußische Tanzbein bis zu den Hüften in lassiven Schwung zu bringen, ja gar den Speck zu schütteln. Das genau ist deutsche Kultur. Die deutsche Kultur, die uns viel näher anschaut, als wir uns von ihr entfernen könnten. Kunst und Kultur, die unsere Gesellschaft abbildet, die inklusiv das Wohl und Leben aller Deutschen, aller, die hier leben, in den Blick nimmt und kritisch, aber positiv und mit Empathie gestaltet, ohne auszugrenzen. Deutsche Kultur sind wir. Deutsche Kultur macht sich ein Bild von uns, denkt uns in die Zukunft. Deutsche Kultur lädt ein, macht sich nicht in einem verknöcherten Gestern lächerlich. Danke für die Aufmerksamkeit. Michael Sacher war das für die Grünen-Fraktion. Nächster Redner ist Thomas Hacker. Er sitzt für die FDP-Fraktion im Ausschuss für Kultur und Medien. Ich wusste gar nicht, dass der so groß ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es gibt diese Momente im Leben, in denen man genau weiß, dass das, was gerade passiert, richtig ist. Seltener im Leben sind die Momente, in denen man dazu auch noch mit jeder Faser des Körpers spürt und fühlt, dass es richtig ist. Einen solchen Moment durften wir kurz vor Weihnachten miterleben. Es war der Moment, in dem Museen aus der Bundesrepublik Deutschland 22 Benin-Bronzen an das Land Nigeria zurückgaben. Wir wussten und wir fühlten, wir tun das Richtige. Und dann kommen wir in der Realität unseres Parlamentsalltags zurück und wir müssen uns mit einem Bündel an stumpfen AfD-Anträgen auseinandersetzen.
Dort wird von ideologisierter Kulturpolitik schwadroniert, um anschließend die Haager Landkriegsordnung zu zitieren, um damit wieder eine deutsche Identität zu verteidigen. Anträge, die geistig eher bei Franz Xaver Ritter von Epp auf einer sogenannten Kolonialkundgebung Platz gehabt hätten, als hier auf dem Boden unserer Demokratie. Wir wollen uns seriös mit unserer Geschichte auseinandersetzen, diese aufarbeiten und Aussöhnung suchen. In der Ampelkoalition haben wir uns im klaren Bewusstsein darauf verständigt, im Dialog mit den Herkunftsgesellschaften Rückgaben und eine vertiefte, ressortübergreifende internationale Kooperation anzustreben. Den Auftakt dazu haben Bundesaußenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth sowie eine Delegation des Deutschen Bundestages noch vor den Weihnachtsfeiertagen gemacht. Ja, die Rückgaben der Bronzen sind das Ergebnis langer Gespräche und Verhandlungen und richtiger kulturpolitischer Weichenstellungen. Sie sind keine Geste der Großzügigkeit und des Wohlwollens, sondern eine Handlung aus Anstand und historischem Verantwortungsbewusstsein heraus. Mein Dank gilt den vielen, die diese Rückgaben möglich gemacht haben, Annalena Baerbock und Claudia Roth, genauso wie Monika Grütters und Michel Müntefering, die in deren Amtszeit vieles vorbereitet und die richtigen Weichenstellungen getroffen haben. Mein Dank gilt vor allem den Museen, die in vielen Gesprächen und Begegnungen die Grundlage und das Vertrauen geschaffen haben, Vertrauen, das auch für die Zukunft wirkt. Und Vertrauen, das dazu beiträgt, wertvolle Benin-Bronzen im Eigentum Nigerias auch langfristig in deutschen Museen auszustellen. Die Rückgabe der ersten 22 Bronzen ist ein wichtiger Schritt in den Beziehungen zu Nigeria gewesen. Die Artefakte aus dem 15. bis 19. Jahrhundert zählen zu den wertvollsten Kunstschätzen Afrikas. Die Bundesrepublik Deutschland hat 2021 zugesagt, die geraubten Kulturgüter nach 125 Jahren endlich wieder ihrem eigentlichen Besitzer zurückzugeben. Und genau dies haben wir getan. Diese Reise kurz vor Weihnachten war auch ein Beitrag zum bilateralen und internationalen Dialog. Wir vertiefen damit unsere freundschaftlichen Beziehungen zu Nigeria und der Region und verzahnen gemeinsam Kulturarbeit, humanitäre Hilfe, zivile Stabilisierungsmaßnahmen und Entwicklungszusammenarbeit. Diese Maßnahmen sind auch ein praktischer und pragmatischer Beitrag, um Stabilität in der Region zu fördern und den Menschen in ihrer Heimat die notwendige Perspektive zu geben. Nigeria ist mit 210 Millionen Menschen die größte Demokratie Afrikas und damit auch eine tragende Säule der Afrikanischen Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Außenministerin hat es in Nigeria so formuliert: Es war falsch, diese Bronzen zu stehlen. Es war falsch, diese Bronzen zu behalten, und es ist mehr als überfällig, dass diese Bronzen in ihre Heimat zurückkommen. Dem braucht man nichts hinzufügen. Vielen Dank. Soweit Thomas Hacker. Mehr als 1.100 Arbeiten aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin gab es in etwa 20 deutschen Museen und meist stammten die aus Plünderungen. Volker Ulrich nun für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Zusammenhang mit der Restitutionsdebatte und der Rückgabe der Benin-Bronzen bin ich in Ihrem Antrag über das Wort, ich zitiere, Opfer-Entrepreneuren gestoßen. Ich finde, das Wort passt nicht. Es ist falsch und es ist diskriminierend, weil sie all denjenigen, denen wir die Bronzen zurückgeben, unterstellen, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht bei dieser Frage um Würde und Wertschätzung, um Aufarbeitung von Geschichte und Konfrontation mit dem, was passiert ist. Wir können unserer kolonialen Vergangenheit und auch ihrer Verbrechen nicht entkommen, sondern wir müssen sie ansprechen. Und wenn wir sie ansprechen, ist es auch eine Frage der Verbundenheit, wenn hieraus Rückgabeansprüche auch umgesetzt werden. Deswegen will ich es noch einmal formulieren. Die Rückgabe der Benin-Bronzen, eingefädelt von Staatsministerin Monika Grütters, die ersten übergeben durch Claudia Roth an Annalena Baerbock, waren richtig. Es hat unserem Land gut getan, dass wir das getan haben. Und bitte Sie auch, dass Sie bei dieser Frage die Welt auch mit den Augen des anderen sehen.
dass sie sich fragen, was hat das denn für einen Eindruck hinterlassen auf die junge Generation in Burkina Faso, in Nigeria, in vielen Staaten Afrikas, die darauf hoffen, dass wir auch in der Frage der Kulturpolitik ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung ihnen Menschen zukommen lassen. Und da bin ich, Herr Kollege Mosdorf, da möchte ich schon widersprechen, bei zwei Gedanken, die Sie hier gebracht haben, die einfach falsch sind. Sie sprechen von deutschen Alleingängen bei dieser Frage. Ich bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass im Jahr 2017 Präsident Macron bereits bei seiner Rede in Ouagadougou deutlich gemacht hat, dass es eine Frage europäischer Verantwortung ist, Raubgut zurückzugeben, und dass dem in Frankreich im Jahr 2018 der Bericht von Saar und Savoy gefolgt ist. Und ich möchte aus diesem Bericht zitieren: Hinter der Maske des Schönen lädt die Restitutionsfrage dazu ein, bis ins Herz eines Aneignungs- und Entfremdungssystems des Kolonialismus vorzustoßen, als dessen öffentliche Archive heute unwillkürlich fungieren. Zitat Ende. Wir müssen uns dieser Verantwortung stellen, und deswegen ist das kein deutscher Alleingang, sondern eine europäische Verantwortung. Und wenn Sie dann sagen, damit würden wir, wieder ein Zitat von Ihnen, Walter Ulbricht in den Schatten stellen. Walter Ulbricht ist der Erbauer der innerdeutschen Mauer. Wenn Sie diesen Erbauer der innerdeutschen Mauer mit Schießbefehl in die gleiche Reihe einer kulturellen Debatte stellen, dann entfremden Sie sich vom Inhalt dieser Diskussion und zeigen, dass Sie nichts, aber auch gar nichts verstanden haben. Dass Sie nichts verstanden haben, wird auch im Kapitel über die Erinnerungskultur in Ihrem Antrag deutlich. Ich zitiere Sie: Deren aktuelle Reduktion auf eine Schuld- und Schamkultur verhindert aber besonders bei der jungen Generation eine positive Identifikation mit dem eigenen Land. Zitat Ende. Damit stellen Sie sich, wenn Sie von Schuld- und Schamkultur sprechen, gegenüber all das, was unser Land erinnerungspolitisch in den letzten 75 Jahren geleistet hat. Gerade durch die Konfrontation mit der Geschichte, die Anerkennung der großen Verbrechen der deutschen Geschichte und damit auch die Zuerkennung der Würde der Opfer hat Deutschland erst wieder anschlussfähig gemacht im Kreise der Staaten. Wenn Sie davon von Schuld- und Schamkultur sprechen, ist das auf dem Niveau der Vogelschiss-Rhetorik, um einen ehemaligen Vorsitzenden Ihrer Fraktion zu zitieren. Das dürfen wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Kollege Ulrich, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Mosdorf? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich beziehe mich direkt auf Ihre Einlassung. Also ja, Emmanuel Macron hat das angekündigt. Aber ist es bei blumigen Worten geblieben? Das wissen Sie. Und die zweite Frage, wenn Sie mal einen Blick in den British Museum Act getan haben, dann werden Sie feststellen, dass das, was wir hier gerade betreiben, in England für jetzt und alle Zeit gesetzlich ausgeschlossen wird. Ist Ihnen das klar? Und eine dritte Frage. Walter Ulbricht war nicht nur der Errichter der Mauer. Er hat die Universitätskirche in Leipzig geschliffen, er hat die Kirchtürme gesprengt, er hat Kirchen zu Bädern umgebaut und hat diesen ganzen Unsinn betrieben, den Sie hier erstaunlich ungeniert fortsetzen. Ist Ihnen das bekannt? Dankeschön. Es ist mir bekannt, und deswegen ist es erst recht unverständlicher, dass Sie hier in dieser kulturellen Debatte Walter Ulbricht anführen. Das zeigt, dass Ihr Niveau wirklich ganz unten angekommen ist. Das eine. Und das zweite. Frankreich hat selbstverständlich zurückgegeben. Es ist Fake News, wenn Sie hier sagen, dass Frankreich nichts zurückgegeben hat, nämlich im Jahr 2018 und 2019 an die Republik Benin. Das ist ein erstes Zeichen der französischen Restitutionspolitik, und weitere Artefakte in französischen Museen werden folgen. Das, was Sie also hier behauptet haben, ist falsch. Ich bitte Sie, das bei Gelegenheit noch einmal richtigzustellen. Abschließend, letztes Zitat aus Ihrem Antrag, weil wir das in diesem Hohen Haus nicht stehen lassen können. Zitiere: Die Sorge um das Gemeinwesen kann nur aus einem Gemeinsinn heraus erwachsen,
der auf einer gemeinsamen kulturellen Identität beruht. Ich möchte für unsere Fraktion schon festhalten, ich glaube auch für die Mehrheit des Hauses, dass das, was unser Land zusammenhält, die Vielfalt ist und die Akzeptanz von Vielfalt. Das, was unser Land zusammenhält, sind die Werte unseres Grundgesetzes, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, die Freiheit von Kult, von Kultur und Wissenschaft. Es geht nicht darum, dass der Staat eine gemeinsame kulturelle Identität vorgibt, sondern dass wir den Rahmen schaffen, dass diese Identität gelebt werden kann. Das ist der Kern unserer Politik, und dafür werden wir weiter eintreten. Alle Anträge werden selbstverständlich abgelehnt. Herzlichen Dank. Soweit die Ankündigung von Volker Ulrich. Zwei Redner haben wir noch auf der Liste. Und die nächste Rednerin ist Simona Kurs für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die AfD beschäftigt uns hier mit einem Antrag zur Rettung der deutschen Identität, was immer das sein mag. Das nenne ich mal eine außergewöhnliche Schwerpunktsetzung in Krisenzeiten. Was wird uns präsentiert? Ein geschichtsvergessenes Konglomerat von Provokationen in direktem Anschluss an Vogelschiss und die angeblich tausendjährige deutsche Erfolgsgeschichte. Uns wird ein Wald an Stöckchen aufgebaut, über die wir Demokratinnen und Demokraten springen sollen, um die AfD und ihr Publikum zu unterhalten. Diesen Gefallen, meine Damen und Herren, werden wir Ihnen nicht tun. Schon deshalb nicht, weil Sie ein gefährliches Ziel verfolgen. Sie wollen das Parlament und unsere Demokratie der Lächerlichkeit preisgeben und demokratische Prozesse unterhöhlen. Ich bin ausgebildete Sonderpädagogin. Daher halte ich diesen Antrag mit seinen Provokationen im Grunde für verhaltensauffällig. Sie wollen um jeden Preis Aufmerksamkeit erheischen. Sie fantasieren von einem historischen Disneyland und von einem Volk ohne Fehl und Tadel. Sie verlieren sich in einem rosigen Zuckerwattetraum von Schlössern, Gold und soldatischen Helden. Wirklich ernst nehmen kann man das nicht. Es wäre lustig, wäre es nicht brandgefährlich. Gerade weil wir aus der Geschichte gelernt haben und noch immer dazulernen und weil wir uns unserer Verantwortung stellen, ist unsere Kulturpolitik, wie sie ist, international, antirassistisch, feministisch, postkolonial, inklusiv und queer. Also vielfältig wie unsere offene demokratische Gesellschaft. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte prägt unsere Identität und unser Handeln. Ich bin direkt gewählte Abgeordnete aus Brandenburg, aus dem Wahlkreis Märkisch-Oderland, Barnim II. Anhand von zwei Beispielen aus meinem Wahlkreis möchte ich Ihnen zeigen, was Kulturpolitik und historische Verantwortung bedeutet. Während der Hexenverfolgung wurden in der Stadt Bernau bei Berlin von 1536 bis 1658 in Hexenprozessen 25 Frauen und 3 Männer wegen angeblicher Zauberei verfolgt, gefoltert und hingerichtet. Seit Oktober 2005 gibt es ein Denkmal für die Opfer der Hexenverfolgung. Und die Stadtverordnetenversammlung hat 2017 die Rehabilitierung der Opfer beschlossen. Der Glaube an Verschwörungstheorien leitet auch Reichsbürger in ihrem Handeln. Vor etwas mehr als einem Monat hat die Polizei in einer bundesweiten Großrazzia 25 Menschen verhaftet, darunter auch ihre Freundin von der AfD. Die Gruppe plante offenbar einen gewaltsamen Umsturz und war bewaffnet. Meine Damen und Herren, in die Zeiten dunkler Verschwörungsmythen wollen wir nicht zurück. Noch ein weiteres Beispiel für Kultur und Geschichte. Die Schlacht um die Seeloer Höhen im April 1945 eröffnete den Kampf um Berlin. Knapp 1 Million Rotarmisten kämpften gegen etwa 120.000 deutsche Soldaten. Die weißrussische Front durchbrach in einem groß angelegten Angriff die Stellung der deutschen Wehrmacht.
Das war das Ende der Ostfront. Etwa 12.000 deutsche Soldaten und 33.000 sowjetische Soldaten wurden dort getötet. Noch heute finden wir Überreste, Gebeine der toten Soldaten und natürlich Munition. Auch das ist deutsche Geschichte. Die Gedenkstätte Seelower Höhen vermittelt heute die historischen Zusammenhänge, und das ist auch gut so. Mein Genosse Otto Schilly hat in seiner bewegenden Bundestagsrede zur Wehrmachtsausstellung 1997 über den Unwillen vieler Menschen gesprochen, sich auf die historische Wahrheit einzulassen. Die Untaten in der Schreckenszeit der Nazi-Herrschaft und ihre Folgen auch für die Täter. Die Leugnung deutscher Kriegsverbrechen ist vorbei. Heutzutage übernehmen wir Verantwortung. Wir Demokratinnen und Demokraten stehen für eine vielfältige Kulturpolitik mit historischem Gewissen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Simona Kos war das und hat hier nochmal auf die Kulturpolitik ihrer Partei verwiesen. Und damit kommen wir zum letzten Redner in dieser Debatte. Das ist Erhard Grundel für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die AfD gaukelt einmal mehr vor, unsere kulturelle Identität retten zu wollen. Im Antrag definieren Sie das Deutschsein als eine Gemeinschaft, die sich durch Sprache, Herkunft, Religion und andere miteinander verbunden fühlt. Es überrascht natürlich hier niemanden, sonderlich, dass Sie diese Vorstellung von Sortenreinheit, Gleichschritt und Tristesse, dass das für die AfD Deutschsein manifestiert. Mit dem Antrag will man von der rechten Flanke aus die deutsche Kulturpolitik neu ausrichten. Wofür diese neue Kulturpolitik dann aber steht, damit befasst sich der Antrag dann doch nicht. Wo und von wem diese Bananenflanke versenkt werden soll, das bleibt im Nirvana stecken. Klar formuliert die AfD einzig nur beim Dagegensein. Gegen Geschlechtergerechtigkeit, gegen Diversität, gegen Erinnerungskultur, also gegen NS-Aufarbeitung, gegen die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus. Die Spinnweben in ihren Gehirnen gedeihen vortrefflich. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Da hat sich bei ihnen seit Ur-Ur-Opas Zeiten nichts verändert. Der Antrag richtet sich auch gegen die Freiheit der Kunst. Natürlich möchte man sogar rufen, denn das ist nach ihrer mürben Logik folgerichtig. Wenn es nach der AfD geht, dann darf Kunst in Deutschland nicht kritisch sein. Alles, was Kunst und Kultur aufregend, bunt, kratzbürstig und provozierend macht, das wollen sie nicht haben. Kunst hat nach ihrem Antrag einem Auftrag zu gehorchen, ihrem Auftrag. Einen Auftrag, den Sie allerdings dann aber nicht einmal formulieren können. Vielleicht ist an der Stelle die Zoom-Konferenz mit Orbán, Bannon und dem Kreml zusammengebrochen. Also fragen Sie vielleicht da noch mal nach. Jetzt könnte man versucht sein, den Antrag dieser Pickelhauben-Fraktion in seiner ganzen Lächerlichkeit abzutun. Aber aus unserer Geschichte wissen wir nur zu gut, dass das ein großer, fataler Fehler wäre. Seit Hitler und Goebbels wissen wir leider, die Kulturpolitik ist das allererste Kampffeld der Rechtsradikalen. Und das gilt auch für die AfD. Und an Sie, meine Damen und Herren der Union, kann ich nur appellieren, halten Sie Abstand. Lassen Sie uns gemeinsam für die Freiheit der Kunst eintreten. Die Freiheit der Kunst ist entscheidend für unsere Demokratie. Und das macht sie für die AfD und Konsorten so unannehmbar. Zum Schluss. Der Antrag diffamiert unsere Erinnerungskultur als Schuld- und Schamkult. Erinnerungskultur ist aber nicht Selbstkasteiung. Sie ist unsere Chance, die Zukunft anders und besser zu gestalten. Das Menschenverbrechen des Holocaust kann nicht wieder gut gemacht werden. Wenn wir uns aber dessen nicht mehr schämen, was von Deutschen in deutschem Namen verbrochen wurde, dann, meine Damen und Herren, dann ist wirklich Gefahr im Verzug. Dann haben wir nichts gelernt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5226 an den Ausschuss für Kultur und Medien vorgeschlagen.
So, das war also die Aussprache zu diesen drei Anträgen der AfD-Fraktion. Hier im Bundestag stehen jetzt einige Überweisungen im vereinfachten Verfahren und auch Beratungen, abschließende Beratungen ohne Aussprache an. Das ist nicht so interessant. Und dann wollen wir Sie natürlich mit interessanterem Programm hier informieren.